Und go! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Formel 1 2017 mit den üblichen Verdächtigen, den Scheißerle. Hallöchen, Popöchen. Den Osti-LP. Und wenn ihr das macht, was er jetzt gesagt hat, dann hau ich ein Pops Maul und während des Wettens Renns rauskicken. Moin, Leute! So ein Bastard. Und mit mir. Ich habe mal nachgeschaut, weder Renner noch Qualifying Rennen. Echt? So langweilig. Ja. Oh. Ich fahre mal raus. So, ja, kannst unterwegs sterben, auch will ich Wumpe. So, dann, ja, nimm die Änderung vor, du Dreckshannes. So, dann wollen wir hier mal. Ach, wir sind in Brasilien, jetzt vergessen zu sagen. Das ist unser vorletztes Rennen. Ja. Es geht links rum raus aus der Box. Das heißt, du stirbst wieder, oder? Ja. Sao de Paulo. Wisst ihr auch nicht, wie ich da sitzen soll? Ich frag mich, wann du das erste Mal wieder deine Strafe kassierst. Übrigens, jetzt am Wochenende geht es wieder Formel 1, ne? Ist das nicht geil? Also wenn es raus ist, dann ist das Rennen schon zu Ende. Weil es ja früh ist. Stimmt, in Australien, ja. Dann beginnt endlich die Saison 2018! Woo! Ich glaube, bin immer gespannt, was der McLaren da rausholt. Die Historica-Dinge los. Ja. Die wird aber unter anderem bei unserem Kanal auch noch mit auf dem Intim-Kanal zu sehen sein. Ne? Da hauptsächlich genau. Mit. Weil wir nämlich nichts anderes zu tun haben. Ja. Weil wir wollen ein bisschen warten, bis denn hier Formel 1 2018 rauskommt. Das müssen wir irgendwie überbrücken. Richtig. Alter. Massiv am Arbeiten. Ich sitze doof da, ich muss mich auch richtig hinsetzen. Ja, das liegt nicht an der Position, an der Sitzposition, das ist halt einfach so bei dir. Nimm den Schnecken aus dem Arsch, Tommy, dann geht's besser. So Dildo-Sitz. Du Dildo-Sitz? Dildo hat dich lieb. Das schöne Senna-Essen, ist das schön. So, wie war euer Tag so? Bis also ganz gut. Bis ich deine Fresse gesehen habe, alles in Ordnung. Geil. 4% noch und ich kann mich für Ball anmelden. Und dann brauche ich ja erstmal noch 3 ordentliche Mitspieler für mein Squad. Unsere eine Runde, ja? Ich meine, die ganzen letzten Runden mit dem Handy, die und mir waren überragend. Oder? Sei froh, dass ich noch nicht mit dabei war, da wären wir Aster gewesen. Von hinten. Wollte ja eigentlich gestern Abend auch noch ein bisschen spielen, aber habe ich mir gedacht, komm, ich will jetzt Staffel 12 von Lucifer zu Ende gucken. Aha. Und wollte mich aber noch festsuchte beim Spielen. Ja, komm ja. Na, ich habe PUBG jetzt wieder auf dem Laptop installiert und schon mal meinem Chef geschrieben für also, Frankreich. Ich kann nicht arbeiten, ich muss zocken, Mann. dass ich wieder den Internet-Hotspot mitnehmen darf. Geil. Ich hab's auch auf dem Laptop. Ich nehm's mal bitte auf Arbeit. So im Auto, weißt du? Ich werde immer wieder bei mir auf Arbeit, dann kann ich auch machen. Vorschlag, Chefin. Wie sieht's aus, hier WLAN? Warum? Damit ich zocken kann. Wenn ich doof angucke, dann spuck ich sie an. So. Dieser schwarze Ritter bei die Ritter der genau. Kokos und so. Scheiße, ausgerutscht, Mann. Arschloch. Ich spuck dir ins Gesicht und blende dich. Ja. Das war so geil. Die haben kein Auge mehr. Ist egal, gebe ich dir eine Kopfnuss. Ja, oder das Leben des Brian. Ist hier das Volk anwesend? Wer war's? Sie war's. Er war's. Die Religion der Verwirrung. Da kam nur einer mit einem Hammer und hat gesagt, nee, und dann kam noch einer und, dann, ne, und ist dann da hinten links lang gegangen und dann weiß ich auch
Ach nee, ey! Nee. Das nächste Mal stell ich mehr Sprit ein. Naja, sind ja bald an der Box. Kommt doch schon so ein Lappen von hinten. An der Box. Nein, geh raus aus dem Gras, Junge. Es sind keine Eier drinne. War ein Ostermensch. Ja, Alter. Oh, Osterspaziergang von unserer Family wurde wieder angemeldet. Absolut genial. Alter, hab ich jetzt ein Glück gehabt, ey. Alter, was ist denn hier los? Na nix, ich war extra hier an der Seite, bist du nur behindert? Alter, der Boot, das war genau neben dir, ich bin gerade zwischen euch irgendwie durch. Na, ist doch geil. Na komm, mach hin, ihr Asiate, ich will nur eine Runde fahren. Asiate? Welcher Asiate? Ich habe einen Asiaten in meiner Box im Blut, der mich aufbockt. der mich aufbockt. Naja, die Länge würde erreichen, wa? Wenn er einen harten kriegt, bis genau so hoch, dass der Formel 1 Ding nicht aufgeht. Oh. Alter. Guck mal, der Tommy und der Scheißler spielen Formel 1. Oh. Mensch. Ob ich da mal eine Runde mitfahren kann? So. Vorne S, hinten Ö. Ja, so sagt keine Lust mehr. So. So. Oh, ich muss erst mal danken. Moment, Prost! Ach. Das hat sich irgendwie so eingebürgert bei mir. Ja, bei Formel 1. Dass du noch betrunken fahren kannst. Ja, nee, so Feierabendsbier zur Formel 1. Geil. Ist immer schön, wenn sowas wie Rennen Australien oder sowas, ne? Oh. Wenn so ein Australien-Rennen, wenn das immer so früh morgens um 8 Uhr ist, ne, und ich gerade aufstehe, dann denke ich mir, wenn das Ding ist aus der Formel 1, halt, wie wenn auch irgendwelche anderen Fußball gucken, ne? Ich werde immer Bier auf. Oder auch schön Whisky, ne? Für morgens im Achter nochmal aufstehen, oder? Gib ihm. Ich glaube, ich bin mit dieser Position zufrieden und geh rein. Ich glaube, ich auch. Wo bist du, Tommy? Weiter? Nein. Doch? Nein. Doch, natürlich. Scheiße. Looking back over my shoulders. Das Lied hat immer, ich habe gerade mit Scheißler, ja, hatte ich gerade Forest aufgenommen. Und da habe ich gerade gesagt, das ist ja mein Hasslied Nummer 1. Hat meine Chefin, hat mir dafür extra die CD von Michael the Mechanics geschenkt, was das Lied drauf ist. Also genau weiß ich, wie doll ich das Lied hasse. Weißt du, wer solche Kollegen hat, ja, braucht keine Feinde mehr, ehrlich. Ehrlich. Das ist ein Typ, das ist richtiges Mobbing auf Arbeit. Vielleicht hast du auch gar keine Kollegen. Ja. Ich träume jetzt alles nur. Nee, du hast nur Feinde. Ja. Ach, da gut, eine Runde mache ich hier noch. Hau ab. Das ist der Vier-Senner, Junge. Vier-Senner. Wer ist denn da vor mir? Ich. Ja, fahr mal bitte aus dem Weg. Schau mal, bist du blöd oder was, ja? Ja. Du fährst eine Aufwärmrunde, du Spaß! Na, fahr doch vorbei! Komm ran auf den Meter! So, jo, Platz! Oh. Du bist so blöde, Alter! Fährt er an mich? Nein! Was macht denn der hier? Scheiße, Alter! Ja, sag ich doch! Und sowas wird hier Weltmeister, das ist unglaublich. Und für sowas gebe ich mir eine Aufwärmrunde her. Du Spasti, du hast bloß keinen Platz gemacht. Hä, hey, du bist an mir vorbeigefahren und dann bist du naus in die Wiese gedümpelt, Junge. Soll ich dich mal küssen? Ja, wollte Zecken sammeln gehen, Junge.
Wie durch ein Wunder ist mein Frontflügel wieder heil, warum auch immer. Schön. Zum Känguru scheiße Hose. Jetzt fahren die ganzen Spacken raus. Ja, ich sehe es auch gerade. Genau drinne. Ich mir auch sparen können, ganze Scheiß hier. Echt mal. Fick die Hände, Alter. Fick sie, ja, fick ich kann jetzt auch nichts mehr reisen, weil mein Frontflügel wegen irgendein Dame voll vom Arsch ist. Wir müssen rausziehen. Ich hab nicht gesagt im Arsch, sondern für den Arsch. Achso. Und jetzt werde ich hier alle ein bisschen ausbremsen, dann kann ich es auch vielleicht noch mal versuchen. So, probieren wir es halt nochmal. Ja. Tommy, ich bin links, gell? Ja. Warum haust du mich raus? Ich bin links, gell? Haut mich raus! Ja. Was war denn das hier zur Scheißerle? Ich hab doch nichts gemacht! Du hast mich gerade voll rausgeboxt! Ich sag, ich bin links und du lenkst nach links, du Spasti! Ich war außen gewesen! Ja, und ich sag, ich bin links neben dir und du lenkst nach links, du Vogel. Ich hab nach rechts gelenkt und dann kamst du an, dass ich auch... Ja, genau! Seid doch ein bisschen Saudeppen, hä? Och, geil! Hab schon mal 190 gerissen. So. Haben wir praktisch 1, 2, 3, wa? Alle fertig? Mhm. Oh, ich war jetzt drin. Dann bin ich schon mal raus an dieser Stelle. Bedanke mich fürs Zuschauen. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis morgen beim Rennen. Ich bin immer gespannt. Ich hoffe, es wird gar nichts mal wieder. Tschüss. Ciao. Tschüss, bis dann.